Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kurzpartie von Adolf Andersen, gespielt 1846 in Paris gegen John William Schulten. Wir sehen zum Beginn das angenommene Königsgambit E4, E5, F4 und E schlägt F4. Was ich noch kurz vergessen habe zu erwähnen, Adolf Andersen spielt mit Schwarz, deswegen gucken wir heute auch aus der Blickrichtung des Schwarzen und mit John William Schulten mit Weiß. Schulten entwickelt sich normal weiter mit Läufer C4. Springer F3 wäre auch möglich gewesen, denn mit Springer F3 hätte er Dame H4 verhindert und möglicherweise noch später das Recht gehabt zur Rochade, aber Andersen nimmt ihn das gleich. Bauer G3 funktioniert natürlich nicht. Der wird einfach rausgenommen. Und was er zwischensetzen kann, weiß auch nicht. Deswegen geht der König nach F1. Gefolgt von einem weiteren interessanten Zug. B5. Jeder andere Entwicklungszug wäre auch in Ordnung gewesen. Hier opferte Schwarz den Bauern zurück, um seine Entwicklung ein bisschen schneller voranschreiten zu lassen. Denn hier gewinnt er erstmal für das Bauernopfer ein Tempo auf den Läufer. Das heißt, der weißfeldrige Läufer muss ziehen. Und gleichzeitig ist das Feld auf B7 für seinen Läufer frei geworden, das er dann später nutzen kann, um dann auf der Diagonale A8, H1 gegen den weißen König kämpfen zu können. Schulten akzeptiert das Gambit, nimmt den Bauern raus und es folgt noch nicht Läufer B7, erst einmal Springer F6, Angriff auf den Bauern auf E4, der wird von Schulten verteidigt. Und jetzt ein weiterer aggressiver Zug, Springer G4. Das droht natürlich simpel matt auf F2, muss also von Weiß irgendwie abgewehrt werden. Und es folgt Springer H3. Und jetzt Springer C6. Hier hätte Schulten die Wahl gehabt, den Springer auf C6 zu nehmen, um Schwarz hier einen Doppelbauern zu verschaffen, aber das öffnet natürlich gleichzeitig die Diagonale für den Läufer, der noch auf C8 steht, der dann die Möglichkeit hat, hier auf dieser Diagonale zu kämpfen oder halt auf A6 zu ziehen und dann auf der Diagonale für Unfug zu sorgen. Das sieht auch nicht so gesund aus für Weiß. Stattdessen versucht sich Schulten mit einem Gegenangriff, spielt Springer D5, droht die Gabel auf C7, die wird von Andersen in der Tat ignoriert. Und das ist wahrscheinlich ein kleiner Fehler gewesen, genauer wäre erst einmal Läufer D6 gewesen, um diesen Punkt zu verteidigen, gefolgt dann zum Beispiel von D4, um dann mit E5 weiter vorzupreschen. Aber dann ein interessanter Zug, Turm B8, Angriff auf diesen Läufer. Und der kann entweder gedeckt werden, oder es kann versucht werden, mit E5 einen Gegenangriff zu starten. Nehmen wir mal an, der Läufer wird gedeckt. Dann kann es zu einer sehr interessanten Variante kommen, die im Endeffekt dafür sorgt, dass Schwarz besser steht. Angefangen mit Springer E3 Schach. Dann hat Weiß die Wahl, den Springer entweder mit seinem Springer rauszunehmen oder mit dem Läufer. Auf jeden Fall muss der Springer rausgenommen werden, ansonsten wird im nächsten Zug die Dame geschlagen. Nehmen wir erst einmal an, der Läufer nimmt den Springer, F schlägt E3 und jetzt zum Beispiel nach Springer schlägt E3, folgt einfach Dame schlägt E4 und man sieht schon, die weißen Figuren sind alle ziemlich unkoordiniert. Bis der Turm auf H1 im Spiel ist, dauert es auch noch eine Weile. Weiß hat hier also einige Probleme. Nimmt Weiß mit dem Springer. Springer schlägt E3, folgt auch F schlägt E3. Und jetzt E5, um Druck gegen diesen Läufer zu machen und ihm hier ein bisschen das Spiel zu nehmen. Dann folgt Springer schlägt D4. Und wenn jetzt E schlägt D6 folgt, Turm schlägt B5. Das ist nur eine Variante, die ich als sehr interessant fand.
Weiß kann natürlich jetzt hier den Bauern einfach rausnehmen, steht dann aber leicht schlechter. Und wenn er den Turm nimmt, dann einfach Bauer e2, Gabelt, König und Dame. Ist auch sehr unangenehm für Weiß hier die Dame zu verlieren. Das also nur eine kleine Variante, wie es hätte kommen können, wenn Andersen Läufer d6 gespielt hätte. Es wäre auch sehr interessant gewesen. Aber jetzt kommen wir mal zurück zur Partie. Springer d5 wurde ja gerade gespielt, mit der Drohung c7 zu nehmen und den König und den Turm einfach aufzugabeln. Andersen, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, hat das ignoriert, spielt Springer d4 und Schulten nimmt das Angebot an, schlägt auf c7, der König geht nach d8 und der Turm wird genommen. Damit ist Schulten jetzt einen ganzen Turm im Vorteil. Andersen spielt aggressiv weiter, spielt f3, gefolgt von d3. Gucken wir uns kurz an, was hätte folgen können, zum Beispiel nach f3, g schlägt f3, folgt Dame schlägt h3, König e1, Dame h4, König f1 und Dame f2 ist matt. Funktioniert also nicht so gut. Die Variante gucken wir uns mal an. Der König kann ja auch nach g1 gehen, aber dann folgt Läufer c5 und der Abzug des Springers vom Feld d4 in irgendeine Richtung, vorzugsweise nach f3, weil es da einen Abzug, ein Doppelschach gibt, pardon, ist nicht mehr abzuwehren. Oder auf e2 ist halt auch ein Doppelschach. Und das kann ich kurz demonstrieren. Wenn der Weiße vielleicht König Dame f1 spielen möchte, dann folgt er einfach Springer schlägt f3 oder Springer e2, Schachmatt. Also den Bauern auf f3 zu nehmen, ist keine gute Idee. Stattdessen spielt Schulten d3. Okay, und jetzt folgt diesmal ein ruhiger Zug von Andersen, f6. Das verhindert erst einmal das Schach des Läufers auf g5, womit Andersen die Dame verloren hätte. Gucken wir uns das mal an. Wenn Weiß zum Beispiel den Springer haben möchte auf 8, Läufer b7, dann folgt einfach Läufer g5. Und das Ganze sieht gar nicht mehr so schön aus. Läufer schlägt die Dame. Springer e3 könnte noch kommen. Aber hier ist Weiß deutlich im Vorteil, weil die Dame halt so eine starke Angriffsfigur war und mit den restlichen Figuren schafft es Schwarz nicht mehr, Weiß irgendwie in Bedrängnis zu bekommen. Gut, gehen wir zurück zur Partie. D3, F6. Damit halt nicht Läufer G5 kommt, es folgt Läufer C4. Und jetzt D5. Ein weiteres Bauernopfer, dessen Sinn gleich geklärt wird. Nochmal, um vielleicht den besseren Zug für Schulten zu zeigen, das wäre in dem Fall Dame E1 gewesen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Dame ist ein ziemlich starker oder ist eine ziemlich starke Angriffsfigur und wenn man die abgetauscht bekäme, wäre das auf jeden Fall im Sinne des Weißen. Hier mit Läufer C4 gestattet Schulten das Bauernopfer auf D5. Damit ist diese Diagonale für den Läufer freigelegt nach H3. Läufer schlägt D5 und jetzt einfach Läufer D6. Noch eine Figur, die in den Angriff mit einbezogen wird. Läufer D6 zielt jetzt auch Richtung Königsflügel. Interessant wäre auch gewesen, F schlägt G2, König schlägt G2, Springer E3. Die Gabel zwischen König und Dame, das heißt, Weiß muss nehmen. Und jetzt Läufer schlägt H3, König G1 und Läufer C5. Sieht wieder sehr tödlich aus für den Weißen. Was will er denn machen? Zum Beispiel, wenn er alles so stehen lässt und einfach nur den Springer angreift mit C3, dann folgt Dame F4. Interessanterweise, also wenn er die Dame nimmt, das geht natürlich nicht. Das Doppelschach führt zum Schachmatt. Das hatten wir vorhin schon einmal.
Das heißt, die Dame ist tabu, Dame D2 vielleicht, um diesen Läufer nochmal zu verteidigen, aber das läuft natürlich zum einen in Springer F3 mit der Gabel, aber auch in Springer E2 zum Beispiel, wenn die Dame nimmt, Läufer schlägt. Und jetzt kann auch noch die Dame nehmen und dann wäre hier ebenfalls Schachmatt. Also F schlägt G2 wäre wahrscheinlich der schnellere Weg von beiden gewesen. Oder auch ein eleganter Weg. So viel schneller ist es wirklich nicht. Stattdessen folgte nach Läufer schlägt D5 Läufer D6. Dame E1, jetzt der Versuch, die Dame abzutauschen. Nur jetzt nimmt Andersen auf G2. Der König nimmt wieder. Und jetzt ein taktischer Schlag von Schwarz. Wer ihn selber finden möchte, der drückt jetzt auf Pause, ansonsten werde ich ihn in 5 Sekunden verraten. Der eine oder andere wird ihn längst gefunden haben. Es ist ein sehr interessanter Zug, der zu einem forcierten Matt führt. Es ist Dame schlägt H3. Die Dame wird geopfert. Der König kann auch nicht mehr zurück, denn nach König G1 wäre einfach auf F3 Schluss. Schulten wird also gezwungen, die Dame zu nehmen. Und jetzt wieder ein Schach. Springer E3. Damit hat der König noch ein verbliebenes Feld, denn alle anderen Felder, G2, G3 und G4, sind von den schwarzen Feldern von den schwarzen Figuren blockiert. Und was dazwischen ziehen, macht auch keinen Sinn. Läufer E6 wird einfach genommen und dann muss der König definitiv nach H4. Also, König H4 kommt. Und jetzt gibt es wieder mehrere Wege, um den weißen König dort vorne matt zu setzen. Andersen entscheidet sich für G5, aber auch Springer F3, König H5 und Läufer G4 wäre ein sehr schicker und ein sehr schneller K.O. des weißen Königs gewesen. Andersen entscheidet sich für G5, um den König noch ein bisschen weiter in das gegnerische Lager zu treiben. König H5, jetzt Läufer G4. Der König kann nach H6. Und in dieser Partie endete es mit Läufer F8, Schach und Matt. Ein anderes Matt wäre auch noch möglich gewesen, wenn man noch mehr Figuren opfern möchte, dann wäre auch der Springer auf F5 möglich gewesen. Der Bauern muss nehmen und jetzt folgt hier das Schachmatt. Auch schön. Hat man sogar noch ein bisschen mehr geopfert, wenn man wirklich in Opferlaune wäre. Das war eine weitere Kurzpartie von Adolf Andersen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, diese zu analysieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!